Zurück noch einmal nach Italien und dazu begrüße ich den Vermögensverwalter Frank Benz. Herr Benz, was halten Sie denn von der neuen italienischen Regierung? Gut, nachdem wir seit Februar letztendlich regierungslos waren und wir heute von einer großen Koalition reden, muss man natürlich sehen, wie sich es am Ende des Tages nochmals bewahrheitet, wie die beiden Flügel miteinander harmonieren können. Momentan sieht es sehr vernünftig aus. Das heißt, Letta ist der Meinung, er kann gewisse Punkte, die unter anderem der Berlusconi-Flügel aufgebracht hat, erfüllen oder möchte sie erfüllen. Es folgt heute noch die Vertrauensfrage im Parlament. Danach werden wir sehen, was natürlich sehr spannend ist. Wir haben einige neue Gesichter und wir haben vor allen Dingen einige parteilose Namen, die mit in der Regierung sitzen. Am Ende des Tages wird sich zeigen, ob die Ideen auch umgesetzt werden können und angenommen werden. Aber heute reagiert die italienische Börse ja schon mal erleichtert. Wird die neue Regierung die italienische Börse weiter beflügeln? Wie schon erwähnt, also im ersten Moment reden wir von theoretischen Vorteilen, die wir im Moment haben, denn die aktuelle Regierung ist der Meinung, man muss das Spardiktat etwas bremsen und mehr auf Wachstum setzen. Wir brauchen Strukturreformen in Italien und diesen Teil nimmt unter anderem der italienische Index teilweise schon vorweg. Wir hatten auch letzte Woche eine große Emission von verschiedenen Staatspapieren, die am Markt zu niedrigen Zinsen gut angenommen wurden. Das heißt, momentan hat Italien einen Vertrauensvorschuss von der Börse und von den Kapitalanlegern. Wie kann der Anleger, der sozusagen auch da in dieses Vertrauen investieren möchte, in Italien denn so gut sein Geld momentan anlegen? Also eine einfache, interessante Methode wäre zum Beispiel ein sogenannter börsengehandelter Fonds oder auch sogenannter ETF. Hier gibt es ein, zwei Produkte auf den italienischen Markt. Bereits sind in der letzten Woche 4-5% Kursgewinne schon angelaufen. Ein Produkt unter anderem von der Deutschen Bank wäre eine Möglichkeit. Er muss natürlich berücksichtigen, wir haben gewisse Euphorie. Wir haben vielleicht nachher auch noch Ernüchterung, wenn gewisse Vorteile nicht umgesetzt werden können. Und vor allem als Letztes, er muss daran denken, wir haben eine starke Gewichtung von Energiekonzernen und dem Bankensektor von nahezu 50%. Sollten wir also wieder Verwerfungen in der EU oder auch in der Schuldenkrise bekommen, würde sicher dieses Produkt und somit der Index auch wieder stark reagieren oder nach unten gehen. Sagt Frank Benz. Vielen Dank nach Stuttgart. Bitteschön.